Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drauken. Ja, die junge Dame übt da immer noch Handstand. 2 Minuten hat sie gesagt. Momentchen mal. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Gerade 8 Sekunden. Da ist aber noch viel Luft nach oben. Also 2 Minuten? Das sehe ich nicht. Gut, wir waren in diesem Haus. Wir haben uns hier umgeguckt, wo da Verräter an der Tür steht. Und wo wir halt gesehen haben, dass die Tür da ganz überraschend offen stand und dann halt durch einen Windstoß oder so geschlossen wurde. Und wir haben halt erfahren, dass wohl im Ort alle Kinder gestorben sind. Was ziemlich heftig ist. Okay. Wir gucken uns hier jetzt mal um. Vielleicht kommen wir jetzt ja hier rein. Das hat ja vorhin nicht funktioniert, also in der letzten Folge. Ihr guckt auch jetzt nur rein und... Nein. Auch diesmal betreten wir diese Räumlichkeit nicht. Oder diesen einen Raum im Haus. So. Also wir haben uns jetzt hier 3 Häuser angeguckt. Was ist mit dir los? Bist du jetzt zufrieden? Immer noch nicht. Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover, especially around the pond. Are you all right? I just miss her. So, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen will. Weiter Gedingse tun. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht kann ich das ja jetzt tun, ohne dass sie ständig am Rummeckern ist, so wie in der letzten Folge. Da geht es zurück zu unserem, zum Haus, wo wir halt im Augenblick uns aufhalten dürfen, nächtigen können. Haus unserer Gastgeber, genau, so rum, würde ich eigentlich sagen. Gut, die junge Dame ist jetzt damit einverstanden, dass wir hier durch die Gegend streifen. Hatte sie ja da so ein bisschen ihre Bedenken. Ich gehe mal erstmal hier runter. Ich weiß, im letzten Gespräch ging es dann irgendwie auch um den Laden. Ne? Sie hatte ja das kurz angesprochen. Everyone turned into a pebble. And they can't speak, but they see and feel everything that happens to them. There's something very wrong with your head. Wouldn't that just be awful? Why, I'd be a murderer. Das Mädel hat einfach nur Fantasie. Mein Gott, sei doch nicht so. Er ist wirklich ein bisschen stocksteif, der Typ. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, ich meine, 20er Jahre. Da waren die Menschen ein bisschen anders drauf. So. What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday. There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I know, Edward. I was just checking for a sense of humor. Ja. Still nowhere to be found. Ja, das ist wohl wahr. Da wirst du wahrscheinlich auch nicht viel finden, liebe Lissy. So, Moment, Lore. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore. Or what? Rock. Which contains iron deposits. I know. Okay, Edward. Ja, das Teil ist zugewuchert. Ich hab's. Ja, jetzt. I don't understand why they just leave this here, like an altar to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed they'd attract bad luck if they moved it. Nun ja. Okay. Bisschen weit hergeholt, aber man weiß es nicht. Lesen! Tilmin Om. It's a memorial. 3 men died when the mine collapsed in 1902. Georg Hatlestad, Niels Frambu, Arne Fretlin. See, this is what working a regular job. Did you say Fretlin? The younger brother who was mentioned in the article. Arne Fretland, der jüngere Fretland, war ein Opfer des Ehrgeiz seiner Familie, glaubt Edward.
He was just 19. How long had he been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging into rock. We're in the real world, Lissy. Most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty repartee. Ouch. Unfall, er weiß, dass so ein Unfall in einer so kleinen Gemeinde jedem Leid zufügt. Okay, ja. The newspaper said the accident forced the mine to shut down. What does any of this have to do with us? I still don't know why Elizabeth came here. And you think it has something to do with this mine? Or with what it did to the village? Maybe. Okay, gut, wenn das hier ein Denkmal ist, dann würde das mit der Lore schon irgendwo dann auch Sinn machen. Ich würde das sozusagen hier als gemeinschaftliches Denkmal betrachten wollen. Ja, zusammengehöriges Denkmal sozusagen. Und, oh, da wurde es gerade gespeichert. Nein, ich höre noch nicht auf, ich mache natürlich weiter, wir haben gerade erst angefangen. Okay, hier liegt irgendwie ein Eimer rum, aus Gründen. Also der Blick hier so in die Landschaft, ne, wow, schon nicht schlecht, wie ihr dafür hört. Da wieder so ein Wasserfall. Da oben, das wird die Kirche sein. Da kamen wir vorhin, also in der letzten Folge, nicht hin. Da gucke ich nicht drüber. Lass mich raten, es gibt natürlich keinen Weg, der hier irgendwie reinführen würde. Die Schienen haben wir uns auch angeguckt. Warum wird das jetzt nochmal angezeigt? Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains, where the frost giants live. And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Ah, sie ist schon klasse. Er weiß, glaube ich, gar nicht, was da irgendwie an ihr hat. Oder vielleicht doch. Gib's nur nicht zu. Will da rein. Es wird wahrscheinlich nicht gehen, es wird überhaupt nicht möglich sein, da überhaupt irgendwie Weg hinzufinden, geschweige denn. Wie kommen die Dorfbewohner denn? Was ist das überhaupt? Das soll also irgendwie so eine Scheune sein oder so ne, oder wenn es hier für die Minengesellschaft war, irgendwie so ein Lager oder wie auch immer. Hier sind Felsen im Weg, da ist so ein ganz kleiner Weg, da kommt man aber nicht hin, weil ja auch Felsen im Weg, ne? Er kommt ja nicht darüber. Das Ding ist umrahmt vom Felsen und der Eingang, ihr seht, wo der Eingang ist. Ja, ich meine, gut, das ist vielleicht, ich sehe auch keine Anlegestelle, ne, also hier für ein Boot oder so. Wo man sagen könnte, okay, die haben dann das Boot beladen, ne, oder wie auch immer. Und da müsste man aber dann zumindest dann von der anderen Seite irgendwie dann halt, also von hier irgendwie dann ins Gebäude kommen können oder von der Seite irgendwie, das ist aber glaube ich nichts. Ne, da steht irgendwelche Sachen rum und hier kommt man dann auch nicht. Nein. Also sehr logisch ist das hier nicht. Willst nur angemerkt haben. Hier ist ein kaputtes Boot. Irgendwie, auf jeden Fall ist das voller Wasser. So, die Lore haben wir uns angeschaut. Das mit den Schienen haben wir auch abgehakt. Wir können ja mal den Schienen so ein bisschen folgen. Ich meine, wenn wir schon sie hier so rumliegen haben, dann gehen wir doch einfach mal den Schienen nach. Da oben wird es dann wahrscheinlich zur Mine gehen, könnte ich mir vorstellen. Das würde ja durchaus naheliegend sein. Cool. Wanna jump the gate and explore what's on the other side? Unerlaubtes Betreten. Edward ist nicht gerade begeistert von der Idee, über den Zaun zu klettern und sich den Pfad hinaufzuwagen. Gefahr. Edward schaut sich das klapprige Tor und den zugebrochenen Pfad an. Ich kann schon wieder nichts machen. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? They lead to the old mine, and no. I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? Tja, ach hier steht das mit den Verrätern, okay. Jo, okay. Also die Möglichkeiten, die ich jetzt hier gehabt hätte, die sind jetzt weg. Man muss sich hier innerhalb von Sekunden entscheiden, sonst geht ja nichts mehr. Zweite Chance bekommt man nicht, das war's. Spiel vorbei.
Okay, eventuell vielleicht später nochmal, aber ich glaube eher nein. Ja, da mit den Schienen, da konnten wir über 1000 Mal anklicken, ja, auch nachdem das da irgendwie schon erledigt war, hätte man da eventuell nochmal was machen können, glaube ich. Aber hier, nein, nix, niente, nada. Schon so vertan. Irgendwie ist das Spiel manchmal komisch. Naja, egal. Es ist, wie es ist. Wir gehen mal weiter. Eigentlich wollte ich auch so nochmal hier mit der jungen Dame da zu dem Laden. Hätten die Nörgel 10.000 Mal rum, sie möchte da rein und bla und blub und hast du nicht gesehen? Ist da noch irgendwas Interessantes oder... Weil noch bin ich hier in der Nähe. Nö, hier ist nur irgendwie Zeugs. Eine Wanne und so, wahrscheinlich, ja, zum Waschen, ne, irgend so ein Waschtuber oder so, keine Ahnung. So. Da wurde wohl Wäsche gewaschen. Aber wo sind die alle hin? Ich meine, gut, wenn, also wenn es wirklich so ist, dass die Kinder alle gestorben sind, warum und woran auch immer, das ist natürlich schon ein Schlag. Und könnte dazu geführt haben, dass die Dorfbewohner alle verschwunden sind. Zeichnen. Ah, cool. Ja, dass sie alle verschwunden sind. Aber warum haben uns dann unsere Gastgeber nicht nochmal angeschrieben? Ah, jetzt sehen wir ihn auch mal. Das ist cool, das ist schön. Jetzt haben wir ja nur dieses komische Gesicht im Spiegel gesehen und das sah so ein bisschen hua aus. Gut, er ist natürlich auch voller Sorge um seine Schwester, dann sieht man nicht so fröhlich aus. Das ist nachvollziehbar. Und er ist halt ein sehr ernster Mensch. Aber der Ort selber ist schon, wow, sehr, sehr malerisch. Das war das Glas. Ich nutzte mal die Gelegenheit, etwas im Wasser nachzutanken. Ich mag solche Stellen im Spiegel, so, wenn so ein Moment der Ruhe ist, wo man dann einfach mal so die Landschaft genießen kann. Sich an der ganzen Darbietung so im Spiel erfreuen kann. Einfach mal so mal für einen Moment abschalten und die eigenen Gedanken schweifen lassen kann, bevor es dann weitergeht. So, er hat gezeichnet. Ich guck mal, was hat er denn... Ja, genau. Ach, jetzt steht er in Deutsch. Drücken, also J drücken, um Tagebuch zu öffnen. Das war ja vorhin... Wow. Eine sehr schöne Zeichnung von diesem Blick, den wir da hatten, angefertigt. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das ist der Brief. Das ist nochmal so die Übersicht. Jetzt, das haben wir das fungiert auch als Karte. Es wird auch halt angezeigt, wo wir gerade sind. Das ist neu. Da dieses Innenabgang, das stand vorher nicht. Das hat er ergänzt. Da auch Vorräte und so. Das sind die Gebäude, die wir uns angeschaut haben. Versucht haben, da reinzukommen, was zum Teil noch funktioniert hat. Interessant, interessant. Okay. Ja, dann weiter geht's. Genau, jetzt hier ne, im Tageslicht sieht das Ganze natürlich schon wesentlich schöner und freundlicher und so aus. Sieht jetzt auch mehr. Reinkomme ich hier immer noch nicht, weil ja die Leute immer ihre Karren da in den Weg stellen, damit dann niemand reinkommt. Ja, das ist wie gesagt eine alte Tradition, das wird hier so gemacht. How about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I survive? Hunt, harvest, forage. People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. I'd start with goats. Goats can be eaten and milked. Probably not in that order. Ich wollte gerade sagen, danke, dass du mich nochmal umreinst. Er rannte mich vorhin jetzt schon über den Haufen, jetzt nochmal. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Gut, hier waren wir ja vorhin schon. Da haben wir ein Foto. Fretland and Son. How do you figure?
It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. Simon Fretland. Frederick's son. And Johann's nephew. See, I'm getting the hang of this. You? The older gentleman is clearly Mr. Fretland's twin brother. Twins are confusing. If this was a dime novel, they'd be switching places at some point to confuse the coppers. Damn you, twins! Ja, sie ist einfach. Also, ich mag ihre Art, ich mag ihren Humor und ihre Fantasie. Die ist schon die verkehrte junge Dame. So, kommen wir jetzt hier rein? Ich glaube nicht. Hm. Natürlich. Applesauce. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with crooks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe. Wer will den Vogel los? Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Locks be damned. Breaking and entering, I will not. I'll just dislocate my shoulder. Okay. Ich schau da mal. Der Vogel war ja seltsam. Is that? Lizzie, come here. It's Betty's hat. She was here. She could still be in there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I know my sister's hat, Lissy. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Ist ja sowieso niemand da. Von daher. Das ist schon komisch. Warum? Was war mit dem Vogel? Warum hat er da versucht, irgendwie ganz offensichtlich durchs Fenster zu kommen? So, das können wir nicht öffnen. Die Tür ist zu. Wahrscheinlich immer noch. Die wird nicht durch Zauberei jetzt auf einmal geöffnet sein. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch verwunderlich gewesen. Höchst verwunderlich. Hm, es gibt noch weitere Fenster, die wir ausprobieren können. Wie sieht es denn hiermit aus? Natürlich auch zu, ganz klar. Das geht auch nicht. Bleibt uns noch dieses Fenster übrig. Das ist immer das Letzte. Ist klar, das ist auch schon noch halb offen. Halb offen. Ich ziehe da mal kräftig dran. Mit Wasser steht fast offen. Don't be a milk toast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Ich streng mich mal ein bisschen an, also so schwach kannst du nicht sein. I can't believe I'm actually breaking. Whoops, Daisy. Na, also geht doch. Oh my, Teddy. You're such a sap. Der stellt sich ein bisschen an, der Typ. So, mein Gott, was ist denn das für ein Fenster? Kannst du mal aufstehen? Mach dann ein Nickerchen. So, ja, rein da. Edward Charles Hart, dilettante, world traveler, cat burglar. Jo. A cat burglar would by definition enter a building Jeez. On a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward. I hope you weren't here when... Is this... blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Was auch immer. Wir werden herausfinden, was das heißen soll und welche Geheimnisse sich hier noch so verbergen mögen. Vor allen Dingen, ob der Hut wirklich... von seiner Schwester Betty ist. All dieses wird sich uns eröffnen, aber erst... ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung bis hierhin, für euer Begleiten. Bis hierhin freut mich sehr und brauche ich auch sehr, ganz klar. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.